Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Seminar zum Thema So geht Verjüngung, den Alterungsprozess verstehen und ja, es geht natürlich darum, wie kann man ihn umkehren? Das ist ja das Wesen der Verjüngung. Und ich habe heute hier zu Gast die Gesundheits- und Ernährungstrainerin Gudrun Sageda aus Österreich sowie unser beider Kollegin Swantje Gebauer. Und ja, die Gudrun hat einen wunderbaren Vortrag zu diesem Thema vorbereitet, das wirklich auf reges Interesse gestoßen ist. Aber das ist ja auch so wie ein alter Menschheitstraum, ne? Die Alterung umkehren. Ich glaube ja auch, ja, so wie das eben läuft, ja, wie sich das die letzten Jahrhunderte entwickelt hat, so ist das nicht vorgesehen mit dem Altern. Und jetzt gehen wir in die neue Zeit und dazu wird auch gehören, dass wir ja nicht mehr in dem herkömmlichen Sinne, wie wir es kennen, altern. Das wird ganz anders sein. Das wird viel angenehmer sein, viel schöner. Genau. Und von daher übergebe ich jetzt das Wort einfach mal an Gudrun. Einen kleinen Moment, Gudrun kann sich irgendwie, glaube ich, nicht selber entstummen. Und ich soll das Klingeln ausstellen, weil ihr das wohl auch hört, wenn jemand hineinkommt. Ich habe immer nur gedacht, das hört nur der Host. Deswegen mache ich das jetzt gerade mal aus. Ich muss jetzt Multitasking. Ich weiß noch nicht, wie ich sie freischalten kann. Also bitte noch einen kleinen Moment Geduld. Ich finde gerade, ach, da ist der Button für das. Klingeln, Ton bei Beitritt und Verlassen abspielen ist jetzt mal ausgestellt. Dann muss ich jetzt in der Liste die Gudrun suchen. Sie kann irgendwie sich nicht selber entstummen. Das mache ich dann mal. Bitte einen Ton einzuschalten. Vielleicht hilft das ja schon mal. Das drücke ich jetzt mal. Hat es geklappt? Ja, gute Idee. Super. Gut, also dann mache ich mich wieder stumm und überlasse euch das Wort. Vielen lieben Dank, Swantje, und deine technische Betreuung heute. Wunderbar. Lieben Dank, Esther, für deine Einladung, heute hier diesen Beitrag leisten zu dürfen zu einem Thema, glaube ich, das wirklich für viele interessant ist, weil ich glaube, jung bleiben wollen wir alle oder zumindest jung altern. Und ja, ich würde vorschlagen, ich teile meinen Bildschirm mit euch und lasse euch da eintauchen in ein bisschen Background-Wissen und auch in einige Lösungsvorschläge. Und das geht ja, ich will ja nicht wie die Karotte, die man vor den Esel hält, euch hier auf die Folter spannen, sondern euch dann auch die Karotte zum Essen geben. Das ist das Um und Auf. Dann legen wir los. Der Titel heute ist So geht Verjüngung. Und gibt es eigentlich wirklich so etwas wie den Jungbrunnen? Das war ja das, was auch schon in der Antike immer gesucht worden ist, dass man weiß, was kann man tun, dass man wieder jünger ist. Jetzt gibt es hier verschiedenste Methoden, verschiedenste Rezepte. Jetzt kann man es so oder so oder so machen. Und ich habe da mal ein paar Bücher als Ratgeber rausgesucht, die man so findet. Natürlich können wir jetzt, sage ich mal, nur optisch ein bisschen was verändern. Botox war ja auch eine Zeit lang sehr modern, bei manchen Frauen auch noch immer modern, auch bei Männern modern. Eine Variante. Es gibt ein interessantes Buch auch vom Dr. Sinclair, Das Ende des Alterns, auch ein spannendes Thema. Es gibt ein Buch über Senolytica, ein interessantes Buch von einer Dr. Nina Ruge, die auch sehr viel sich mit Ernährung beschäftigt, aber auch Bewegung, Sport, Genetik, also da gibt es auch ganz vieles, wo man hinschauen kann. Und dann der nächste Name, das ist etwas schwierig, von Mokchong Meng und Shen Qin Yan, finde ich einen super Namen, Hui Chung Gong, glaube ich, so ungefähr spricht man das aus. Das ist ein bisschen die Challenge gewesen für heute. Über Qigong, das vielleicht auch uns beim Verjüngern hilft. Also es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Ansätze. Ich möchte heute einfach die Chance nutzen, euch hier ein paar meiner Wege aufzuzeigen, die ich meinen Kunden und Klienten gern ans Herz lege und eben euch diese Karotte somit bis zum Ende des Vortrags ein bisschen vor die Nase halte, aber dann immer näher rücken lasse und ihr könnt es dann auch zugreifen. Ja, jetzt ist einmal die große Kernfrage, warum altern wir denn? Und jetzt gibt es
die paar Minuten der Fachwörter, der großen technischen Begriffe. Sie stehen da. Ich werde es euch kurz auch erklären, worum es da genau geht. Weil ich finde, das ist schon wichtig, dass man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und auch wirklich wissenschaftlich sich anschaut, was passiert denn eigentlich. Wir altern, weil wir eine reduzierte Autophagie haben. Was ist eine Autophagie? Die Autophagie ist eigentlich das, wo man sagen kann, das sind der Selbstverdauungsprozess der Zellen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Nennen wir es einmal ganz harmlos geschildert so. Das reduziert sich, je älter wir werden. Wir haben Telomere, die verkürzt werden. Telomere, wenn man sich das vorstellt, hier sieht man das auf der linken Seite, sind dieses X, dieses violett schimmernde X ist das. Das sind im Endeffekt die Endstücke von Genen. Und die werden immer kürzer und somit kann eben auch der Reproduktionsprozess in der Genetik nicht mehr so gut funktionieren. Wir haben aber auch Mitochondrien, die beschädigt werden. Mitochondrien sind eigentlich die Kraftwerke in unseren Zellen, die wir drinnen haben, wo wir auch wissen, je mehr Sport wir zum Beispiel betreiben, desto mehr Mitochondrien können in den Muskeln entstehen. Naja, mit dem Alter, wenn das abnimmt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Dann haben wir eine schlechtere Proteostase. Was bedeutet das? Einfach eine Verwendung, eine Ausnutzung der verschiedensten Proteine. Proteine haben ja ganz oft in verschiedenen Stoffwechselprozessen ganz wichtige Aufgaben in unserem Körper. Damit bedingt haben wir generell vielleicht auch einen schlechteren Stoffwechsel. Egal jetzt welcher, die meisten Stoffwechselprozesse werden einfach ein bisschen reduziert und dadurch kommt es eben auch zum Alterungsprozess. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo wir einfach mehr seneszente Zellen haben. Und diese seneszenten Zellen, auf die werden wir nachher auch dann noch viel intensiver eingehen, die haben den Ruf, auch die Zombie-Zellen zu sein. Alles Weitere etwas später. Und der letzte Punkt, wissenschaftlich gesehen, auf dem man bis heute, würde ich einmal sagen, das hat alles keinen hundertprozentigen Vollständigkeitsnachweis. Aber was man bis heute weiß, ist es auch noch damit verbunden, dass wir immer weniger Stammzellen mit zunehmendem Alter haben. Naja, und jetzt fragt sich, warum entsteht denn das so? Warum ist denn das so? Und jetzt gibt es drei große Themenbereiche, die wir auch gut steuern können, wo man guten Einfluss nehmen können, wo ich nachher auch noch viel mehr im Detail noch darauf eingehen möchte. Und zwar sind es generell einmal Entzündungsprozesse, die im Körper ablaufen. Das ist die Mangelernährung Typ B. Auch das werde ich euch nachher noch erklären, was denn der Typ B ist. Und das ist die Dysbiose. Das ist nur einmal so ein fachlicher Begriff, aber auch auf den werde ich jetzt gleich dann noch ein bisschen näher eingehen. Kommen wir noch einmal zurück zu den Büchern. Diese Bücher greifen eben auch viele von diesen Schritten auf. Und wenn man sich eben anschaut, ja, Botox, jetzt sage ich mal, das ist wirklich diese Schönheit von außen. Falten entstehen durch mangelnde Spannkraft der Haut, kann aber zum Beispiel auch auf Entzündungsgeschehen zurückzuführen sein. Das Ende des Alterns vom Dr. Sinclair hat eindeutig mit der Genetik, also mit der Verkürzung der Telomere zu tun. Senolytik hat mit der Zunahme der seneszenten Zellen zu tun, dass das dagegen hilft. Und bei der Nina Ruge, das sind mehrere Faktoren, da geht es auch um Hormone, die Nahrung, die Bewegung, wie schon vorangekündigt. Und ich würde mal sagen, der Mann mit dem, oder die Männer oder Frauen, keine Ahnung, mit dem unaussprechlichen Qigong-Namen, das ist das Thema. Qigong ist stressreduzierend und Stress, wissen wir, löst, produziert Entzündungsprozesse wieder und dadurch Schädigungen in den verschiedensten Zellbereichen. Also es gibt viele Vorschläge und jetzt kommt meiner. Menschen altern ganz unterschiedlich. Da sollte man sich doch fragen, warum? Und ich bin mir sicher, jedem der 76 Teilnehmer, die jetzt auf dem Call ist, kennen jemanden, der sieht mit 50 aus wie 70 und da gibt es jemanden, der schaut mit 70 aus wie 50. Warum ist es so? Prinzipiell, wir haben ganz allgemein gesprochen, jetzt tun wir mal die hochwissenschaftlichen Begriffe auch ein bisschen weg, einen Einfluss generell durch unsere Lebensbedingungen. Man weiß zum Beispiel, dass ärmere Leute, die immer ums Geld kämpfen, viele Sorgen haben, hier schneller altern. Da bilden sich schneller mal Sorgenfalten,
dann sieht man gleich schon einmal ein bisschen älter aus. Es sind aber auch gewisse, oder zum Beispiel auch hart arbeitende, ja, sage ich mal, die asiatischen Bauern oder afrikanischen Bauern, die viel am Feld sind, die viel draußen sind, in der Sonne sind, sehen schneller auch einmal älter aus als jemand, der immer im Sonnenschutz ist, drinnen ist, wohlgehütet ist und eben diesen Umwelteinflüssen vielleicht auch nicht so ausgesetzt ist. Generell Umwelteinflüsse. Hier kommt natürlich auch Verschmutzungsfaktoren dazu. Ich altere schneller, wenn ich in einer Umgebung lebe, wo zum Beispiel mehr Luftverschmutzung ist. Es ist aber auch der Bereich der Erbanlagen. Manche Menschen haben einfach von ihrer Genetik her ein strafferes Bindegewebe und manche weniger. Und der das Glück hat, von Mama und Papa das straffere Bindegewebe geerbt zu haben, der wird auch wahrscheinlich länger ein bisschen voller und knackiger ausschauen als derjenige, der es nicht so geerbt hat. Was wir auch wissen, Lebensschicksale, wenn man sehr viel Dramen erlebt hat, sehr viele Probleme in seinem Leben gelebt hat, man sagt ja eh, das sieht man am Gesicht auch, wie es jemandem gegangen ist, wie jemand gelebt hat, das prägt sich natürlich auch nieder. Und das ist ja nur das im Gesicht, was man sieht von außen. Da kann man sofort auch den Rückschluss ziehen, innen wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Und dann haben wir verschiedene Lebensgewohnheiten. Rauchen, wissen wir, schafft meistens ein älteres Hautbild. Die Ernährung, werden wir nachher auch noch drauf eingehen. Bewegung, Schlaf und Stress. Worauf können wir bewusst Einfluss nehmen? Vielleicht jetzt, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren mit der Epigenetik, die aufgekommen ist, vielleicht auch ein bisschen die Erbanlagen. Wenn ich mir es leisten kann und umziehen kann in eine gesündere Gegend, ist es vielleicht auch noch möglich. Aber in vielen Bereichen kann ich da nicht direkt eingreifen, wenn ich das Geld nicht habe, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aber es gibt Bereiche, wo ich sehr wohl darauf zugreifen kann. Ich kann bewusst entscheiden, rauche ich oder rauche ich nicht. Und ich kann auch in den anderen drei Bereichen sehr wohl mitentscheiden, was mache ich. Bin ich hier achtsam und achte eben auf meinen Körper oder eben nicht? Und da schauen wir einfach jetzt ein bisschen näher noch hinein. Ich habe vorhin schon angekündigt, wir haben diese Entzündungen, wir haben diese wissenschaftlichen Punkte, die diesen Einfluss haben durch die Entzündungsfaktoren, die Disbalance von den essentiellen Fettsäuren. Klingt auch wieder sehr kompliziert, werde ich kurz dann erklären, was es ist. Wir haben die Dysbiose. Jetzt ist die Aufklärung, das ist mehr oder weniger ein Ungleichgewicht der Mikroorganismen in unserem Darm. Und wir haben diesen Mikronährstoffmangel Typ B. Das ist also nicht der unterernährte Mensch, sondern der mangelernährte Mensch, der zu wenig Nährstoffe bekommt. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Disbalance der essentiellen Fettsäuren hat einen großen Impact, einen großen Einfluss auf Entzündungsgeschehen. Wir haben in unserem Körper sogenannte Omega-Fettsäuren, die entzündungsfördernd sind und welche, die entzündungsreduzierend, entzündungshemmend sind. Und wenn die nicht im Balance sind, dann gibt es hier ein Problem. Dann haben wir Entzündungsprozesse, egal wo. Ich sage immer, jemand, der vielleicht das auf der Haut hat, ist noch glücklich, weil der sieht zumindest. Manche Menschen, die es nur im Inneren des Körpers haben, fühlen es auch lange nicht. Manche spüren es dann irgendwann einmal, meistens wann es chronische Entzündungen werden, dann spürt man es auch. Die Disbalance der essentiellen Fettsäuren bewirkt aber auch generell eine schlechtere Versorgung durch Hormone und Botenstoffe. Und auch das führt dazu. Das kann vielleicht auch einen gewissen Einfluss haben dann auf Lebensschicksale. Wie gehe ich mit einem Rückschlag um? Bin ich derjenige, der ausreichend Serotonin in seinem Körper hat und kann vielleicht das eine oder andere Problem mit einem tiefen Durchatmen und einem Lachen, Lächeln ein bisschen besser erträglich machen? Oder habe ich eben zu wenig Serotonin und kipp in eine Depression hinein? Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, und der hängt eng zusammen auch dann mit dem Mikronährstoffmangel Typ B, das sind undurchlässige Zellmembranen, die verhindern, dass unsere Mikronährstoffe ist also alles, was wir kennen unter Vitamine, Minerale, Spurenelemente, verschiedenste Pflanzenextrakte, dass die überhaupt bei uns in die Zelle hineinkommen. Und wenn das passiert, dass sie nicht hineinkommen, dann habe ich einen Nährstoffmangel. Dann leidet meine Zelle darunter, dass eben nicht genug nachgeschoben wird. Bleiben wir gleich bei dem Thema Mikronährstoffmangel.
Also einerseits, wenn die Zelle zu undurchlässig ist. Auf der anderen Seite, wir wissen, wir haben immer mehr Lebensmittel, die weniger Nährstoffe haben als noch vor 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Der berühmte Spruch, den ich noch in der Schule gelernt habe, an apple a day keeps the doctor away, oder? Haben wahrscheinlich die meisten von uns gelernt. Wahrscheinlich würde es heute heißen, a kilo apple a day keeps the doctor away, weil wir einfach im Apfel so viel weniger Nährstoffe drinnen haben, als eben noch vor 30 Jahren, 35 Jahren, als ich in der Schule war. Also diese Unterversorgung durch diese Mikronährstoffe bewirkt diesen Nährstoffmangel. Wir haben dadurch auch einen geringeren Immunschutz, sind dadurch anfälliger für verschiedenste Krankheiten. Unser Körper hat nicht ausreichend Schutz vor freien Radikalen. Das ist zum Beispiel etwas, was man ganz toll durch einen Tomatenextrakt oder zum Beispiel auch durch Zeaxanthin ganz toll stoppen kann, aber auch durch Polyphenole, ganz eine tolle Sache. Und man hat, wenn man Mikronährstoffmangel hat, Energielosigkeit. Ihr erinnert euch, die Mitochondrien, und die Mitochondrien sind einfach die Kraftwerke. Und wenn die nicht gescheit versorgt werden, dann habe ich das Problem, dass ich einfach kraftlos und energielos bin. Und wenn wir jetzt den dritten Bereich noch anschauen, den Ballaststoffmangel, die Dysbiose, da habe ich einerseits ein Problem mit der mangelnden Peristaltik. Peristaltik ist die Darmbewegung, der Darmmuskel, der sich bewegt. Ich habe Unterversorgung von den guten Darmbakterien. Wir haben unsere Freunde im Darm und wir haben unsere nicht so guten Freunde im Darm. Die Freunde im Darm, das sind die, die eben für unsere Ausgeglichenheit im Darm sorgen. Die schützen die Darmwand, die bilden die Schleimschicht, die die Darmwände schützen. Die helfen auch dort, das Serotonin zu bilden. Die unterstützen die Immunzellen, die dort vorhanden sind, dass sie gut arbeiten können. Ja, und die schützen eben die Zellwand vor den Toxinen, also Giftstoffen, dass sie nicht in die Blutbahn kommen. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wenn wir ausreichend Ballaststoffe haben und unser Darm sich wohlfühlt und gut versorgt ist, ja, dann versorgt er auch oder dann gibt er gute Informationen an einen ganz wichtigen Nerv in unserem Körper, den sogenannten Vagusnerv, der zuständig ist in unserem Körper dafür, dass wir uns entspannen können, wohlfühlen können. Und dieser Darm, müsst ihr euch vorstellen, der umschlingt mehr oder weniger den Dickdarm und geht rauf mit ganz vielen Verzweigungen bis in unser Gehirn. Das ist eben diese sogenannte Darm-Hirn-Achse und hat ganz viel auch mit unserer psychischen Verfassung zu tun. Das heißt, man darf das nicht unterschätzen. Heute sagt man sogar, es ist wahrscheinlich mehr Kontrolleinheit im Darm als im Gehirn. Also diese drei Punkte habe ich euch einmal so die Basisinformationen dazu geliefert, was man da tun kann. Warum läuft so vieles falsch? Vieles habe ich schon hier auch angedeutet. Das wäre eigentlich die berühmte Ernährungspyramide, was wir essen sollten. Das würde unsere Gesundheit fördern, das würde unser Immunsystem fördern, da wären wir prinzipiell gut aufgestellt. Wenn ich mir aber anschaue, was ist die Realität, dann schaut das ganz anders aus. Sehr viele Menschen verwenden Fertignahrungsmittel. Und jetzt sind da nicht nur die übertriebenen Pommes frites vom McDonald's da drauf, sondern da ist auch jede fertige Salatsauce, Ketchup, Joghurt mit Fruchtaroma oder mit Kaffeearoma. All diese Produkte, die schon einmal durch einen gewissen Fertigungsprozess gelaufen sind, zählen hier dazu. Also da muss man wirklich schauen, vielleicht selber mal ganz kritisch in die Küche gehen, die Schränke aufmachen, den Kühlschrank aufmachen und mal nachschauen, wie viel ist da bei euch selbst vorhanden. Verarbeitete Lebensmittel sollte man, also essen die meisten schon ein bisschen weniger. Das wäre eigentlich jetzt noch das relativ harmlose, sage ich mal, mittlerweile Brot oder ein Käse zum Beispiel. Butter und Fette wissen wir auch, aber das, was man eigentlich am meisten essen sollte, das wären die unverarbeiteten Lebensmittel und davon essen die wenigsten Menschen noch ausreichend. Das heißt, irgendwie die Pyramide steht Kopf. Wir essen das am meisten, was eigentlich am ungesündesten ist, weil es einfach praktisch ist, schnell zubereitet, ja, und meistens auch schön dekoriert, bunt, ist auch für die Kinder immer ein großes Thema, aber auch für uns Erwachsene eine ganz große Verlockung.
Fasten als Möglichkeit? Ja, absolut. Wir kennen ja verschiedenste Formen des Fastens, auf die werde ich gleich noch einmal dann eingehen. Was bewirkt das Fasten? Ich habe vorhin angesprochen, wir altern, weil die Autophagie abnimmt. Naja, und was macht das Fasten? Das Fasten aktiviert die Autophagie, weil der Körper nach dem sucht, was er noch irgendwie verdauen kann. Und somit sucht er in jeder Ecke und schaut, was noch an Zellen vorhanden ist, die er verwenden kann, um den Körper Energie wieder zukommen zu lassen, um ihn aktiv werden zu lassen. Wenn man fastet, ist auch eine gewisse Stilllegung von Alterungs- und Krebsgenen, die da abläuft. Das eben auch, ich habe vorher den genetischen Prozess auch angesprochen, sehr, sehr förderlich eben für uns, wenn wir diese Gene in dem Moment stoppen und wir vielleicht wie auf einer Zeitmaschine oder so, Stoppmodus und irgendwie nach 2-3 Tagen treten wir wieder in den Alterungsprozess ein. Was aber auch ganz ein wichtiger Punkt ist, das haben wir ja auch vorher gesehen, der Stoffwechsel. Unser Körper ist extremst lernfreudig. Und wenn wir sonst im Alltag in einem Kohlenhydratstoffwechsel drinnen sind, ist unser Körper happy, wenn er da plötzlich in den Fettstoffwechsel springen kann. Und danach wieder retour. Wenn wir ihn trainieren durch verschiedenste Arten des Fastens, lernen wir unserem Körper eben wieder dieses flexible, spontane Umspringen auf eine andere Stoffwechselart. Und das kann er, da muss man sich gar nicht fürchten davor, dass das die Routine beim Körper nicht zulässt. Und das ist zum Beispiel jetzt bei, jetzt sage ich mal, längeren Fastentagen, wo man Basenfasten oder Buchinger Fasten machen kann, bin mir sicher, die oder der einige von euch haben das schon einmal ausprobiert. Basenfasten, nur mit ein paar Worten, da konsumiert man hauptsächlich basische Lebensmittel. Also das ist nicht so, dass man nichts isst oder nur trinkt. Das wäre eben das Buchinger Fasten, Basenfasten, da konsumiert man eben nur basische Lebensmittel. Buchinger Fasten gebe ich die Empfehlung aus, das wirklich nur mit einem Fastenbegleiter zu machen, weil das kann schon ziemlich heftig auch abgehen. Ist auch meistens so auf eine Woche, da nimmt man eben nur flüssige Nahrung zu sich. Und das, was man auf jeden Fall machen kann, das kann man auch ohne Fastenbegleiter machen, das wäre dann intermittierendes Fasten, da habe ich einfach mal 2 Beispiele draufgebracht, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, das könnt ihr auch gerne mal googeln. An sich ganz toll wäre 16-8, also das heißt, 16 Stunden lang isst man nichts, 8 Stunden lang isst man was oder in den 8 Stunden kann man essen. Da muss man sich jetzt auch von den Lebensmitteln her nicht so umstellen. Das heißt jetzt nicht natürlich, dass man in der Zeit dann nur Fastfood isst, sondern natürlich auf gesunde, bewusste Ernährung hier achtet. Aber das ist eine Möglichkeit und ich würde mal sagen, das ist gar nicht allzu schwer. Ja? Oder man sagt zum Beispiel, einmal in der Woche habe ich einen fixen Fastentag, ist auch eine gute Möglichkeit. Das ist einfach dieses Training für den Körper umzustellen von den verschiedensten Stoffwechselarten. Wir starten die Autophagie, also das ist wirklich etwas, was ich euch sehr ans Herz lege und was man jederzeit machen kann. Ja, was kann man noch machen? Ich würde mal sagen, schmeißen wir das Alte raus und holen was Neues rein, oder? Das macht man auch so, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, seine Wohnung erneuert, dann sagt man, okay, das Alte schmeißen wir jetzt einmal raus und man holt sich ein paar neue Möbel rein. Das verjüngt dann ein bisschen das Lebensgefühl in der Wohnung. Aber wie geht denn das jetzt genau? Ja, gehen wir nochmal zu dieser Liste zurück. Das sind genau die 2 Punkte, die ich euch da jetzt zeigen möchte, die auf der ersten Liste schon einmal drauf waren. Und zwar ist das hier die Zunahme der seneszenten Zellen mit dem Alter und der Mangel an Stammzellen. Und das kann man ganz aktiv angehen. Wie schaut das aus? Jetzt müssen wir noch einmal so einen Fachbegriff verwenden, nämlich die Apoptose. Was macht die? Das ist ein Mechanismus in unserem Körper, den können wir bezeichnen auch als gesteuerten Zelltod. Das heißt, der automatisch beseitigt unser Körper Zellen, die wir entweder zu viel haben. Das wäre eben zum Beispiel, wenn das zu viel wächst, das reduziert eben zum Beispiel gewisse Gewebe, ja? Dass wir eben nicht in die Unendlichkeit wuchernde Organe haben, ja? Oder auch auf der Haut. Da passiert dann diese Apoptose. Aber eben auch die Beseitigung von beschädigten Zellen. Wenn eine Zelle nicht mehr funktioniert, wie sie funktionieren sollte,
gibt es normalerweise Mechanismen, die sagen, okay, funktioniert nicht mehr, soll abtransportiert werden. Und das ist genau die Krux an der Sache. Weil das funktioniert nicht immer. Und diese Zellen, die durch diese Apoptose nicht abtransportiert werden können, die sind nämlich ganz fies für unseren Körper. Die bilden sowas wie eine gewisse Schutzschicht um sich herum, schicken aber Befehle aus. Und solche Befehle, das ist immer ein Protein. Dann sagen, holt's mich, der Körper braucht mich nicht mehr, holt's mich. Und wenn aber dann die Makrophagen kommen und sie eigentlich abtransportieren würden, die Fresszellen, dann haben die diesen Schutzmantel und es funktioniert nicht. Und die Aussendung dieser Proteine bewirkt, dass Entzündungsgeschehen passieren. Und das ist das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Das heißt, aus der normalen Zelle kann jetzt durch an Stress zum Beispiel, wenn wir zu viel Stress haben oder auch wenn sie beschädigt wird, das kann ja auch genauso passieren, durch verschiedenste, es kann auch durch eine Verletzung passieren, durch verschiedenste Mechanismen, wird aus der normalen Zelle, die dann nicht abtransportiert werden kann, eine seneszente Zelle. Das heißt eben eine Zelle, die konsumiert, aber nichts mehr leistet. Diese Zellen teilen sich auch nicht mehr, das heißt, es passiert keine Verjüngung mehr in diesem Gewebe. Sie konsumieren, das heißt, sie nehmen den anderen Zellen, die eigentlich noch arbeiten, dann auch die Nährstoffe weg. Sie schütten die Proteine aus und den Begriff der Zytokine kennen vielleicht viele von euch jetzt auch. Man hat während der Covid-Phase immer wieder gehört, der Zytokinsturm. Das ist eben ein Entzündungsgeschehen, das passiert. Also diese Zytokine werden ausgeschüttet und das, was man nicht haben will, Entzündungsgeschehen passieren. Und was kann man dagegen tun? Und das ist etwas, was die neueste Wissenschaft jetzt herausgefunden hat. Es gibt, und das war auch auf einem der Bücher drauf, Senolytika. Und Senolytika hat man herausgefunden, ich habe euch da einfach ein paar Beispiele auch aufgezeigt, zuerst schon einmal durch präklinische Studien, aber jetzt auch seit einigen Jahren durch klinische Studien, was da passieren kann. Diese Senolytika haben nämlich folgende Funktion, die zerstören diesen Schutzmantel, den diese seneszenten Zellen um sich bilden. Und durch diese Zerstörung des Schutzmantels können sie abtransportiert werden. Also dann können die Fresszellen, die Makrophagen kommen und sie loswerden. Und wenn man sich anschaut, bei den präklinischen Studien war im Labor, das müssen wir uns da jetzt noch gar nicht so anschauen, die klinischen Studien zeigen, okay, generell, wenn ich Senolytika gebe, habe ich weniger seneszente Zellen, logisch. Ich habe dadurch weniger Entzündungen und generell im Alter weniger Gebrechlichkeit, weil einfach mehr frische Zellen, funktionierende Zellen vorhanden sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, es gibt eben auch wirklich Studien zu verschiedensten Erkrankungen, wo man sieht, es gibt Verbesserungen beim Diabetes, bei der idiopathischen Lungenfibrose, bei Alzheimer-Erkrankungen, bei Osteoarthritis, bei Osteoporose und bei verschiedensten Augenerkrankungen. Und ich bin mir sicher, die Forschung in den nächsten Jahren wird da noch vieles anderes auch noch aufpoppen lassen. Man muss sich vorstellen, das gibt es jetzt ungefähr seit 15 Jahren. Also das ist wirklich in der Wissenschaft, was das anbelangt, auch noch sehr frisch, aber eben schon sehr wirksam. Ja, wie kann man da jetzt unterscheiden? Was soll man da jetzt tun? Was sind denn Senolytika? Ist jetzt schön, dass wir jetzt wissen, Senolytika, aber was ist es? Es gibt synthetisch hergestellte Senolytika, die jetzt in Form von Medikamenten, und ich habe extra hingeschrieben, giftigen Nanopartikel, weil die wirken auch, aber ich würde sie mir nicht einnehmen trauen. Und es gibt auch gewisse Impfungen, wo aber auch die Zulassung ausstehend ist, wo man aber in den präklinischen Versuchen gesehen hat, da gibt es Verbesserungen, die wirken gegen die seneszenten Zellen. Würde ich aber auch nicht machen. Ich bin jemand, ich verwende alles, was ich an mir oder meinen Kindern oder sonst wo verabreiche. Das soll aus der Natur kommen, das soll nicht etwas Synthetisches sein. Daher, es gibt in der Natur ganz tolle Pflanzen, die uns diese natürlichen Senolytika liefern. Und da würde ich sagen, zugreifen. Und da gibt es eben auf der einen Seite Polyphenole, Flavonoide, die hier wirksam sind. Das ist zum Beispiel jetzt hier, das sind wieder sehr viele fachliche Ausdrücke, aber trotzdem, dass ihr es einmal gehört habt, Quercetin, Fisetin, Luteolin,
Kurkumin. Kurkumin, glaube ich, kennt jeder, das ist schon bekannt. Kurkuma, im Kurkuma ist das drinnen. Oder eben dann auch Alkaloide, der Piperlongumin, das ist im Endeffekt der lange Pfeffer. Wir wissen eben auch, Piperin, der Pfefferwirkstoff, den man hier verwenden kann. Und man hat herausgefunden, dass eine Kombination aus diesen beiden Wirkstoffen, Polyphenolen und Alkaloiden, einfach am effizientesten sind und am besten wirken. So, also das waren die seneszenten Zellen weg. Aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt haben wir Gewebe und da haben wir jetzt die Zellen, die nicht mehr arbeiten, rausgebracht. Jetzt sind da freie Stellen geworden. Die tun wir wieder nachbesetzen und die besetzt man am besten nach mit Stammzellen. Und diese Stammzellen können wir bestenfalls, also jetzt sage ich mal teuerstenfalls in einer Klinik uns reinspülen lassen, nennen wir es einmal so. Aber ich kann sie auch aus meinem eigenen Knochenmark rausnehmen und einsetzen und verwenden. Und das ist eben möglich. Und da gibt es eben auch ein ganz tolles Mittel aus der Natur, nämlich einen Extrakt aus der oder einen Wirkstoff aus der Braunalge. Und zwar nennt man die Fucoidane. Die kann man hier einsetzen und die bewirken, dass Stammzellen aus dem Knochenmark ausgelöst werden. Und diese Stammzellen, da werden wir jetzt gar nicht so ins Detail gehen, können sich in alle Zellen im Prinzip des Körpers umwandeln. Und das ist ja der große Vorteil. Die sind so flexibel und passen sich für jedes Gewebe, für jeden Platz an und können eben dort hineinkommen. Ja, mein Tipp ist diese Kombination. Und hier gibt es ein Produkt von einer Firma, mit der ich zusammenarbeite in diesem Bereich. Die Firma ist ein schwedisches Unternehmen, heißt Sinsino. Und die haben eine Kombination aus genau diesen Inhaltsstoffen geschaffen. Und jetzt sage ich mal, das wäre schon der erste Schritt in Richtung Verjüngung, indem ich eine Kur mache, wo ich 14 Tage lang 4 von diesen nach Kurkuma aussehenden gelben Tabletten nehme und hier eine Art Schockkur gegen diese seneszenten Zellen mache. Das heißt, die Wirkstoffe beseitigen diesen Schutzmantel, diese Senolytiker beseitigen diesen Schutzmantel und die Makrophagen können diese seneszenten Zellen abtransportieren. Prinzipiell empfehle ich diese Kur Menschen ab 30 Jahren frühestens. Dazu empfehle ich aber, dass zumindest ein Monat davor der Zellmembranaufbau passiert ist. Ihr erinnert euch, am Anfang habe ich gezeigt, diese Disbalance aus Omega-3 und Omega-6. Hier soll wirklich die Zellmembran so sein, dass sie durchlässig ist, dass eben einerseits der Dreck raus kann, also wirklich die Abfallstoffe aus der Zelle raus können, weil das bewirkt ja auch hier, bewirken die Senolytika. Und andererseits eben hier wirklich auch die Zellmembran offen ist, dass der Prozess perfekt ablaufen kann. Danach kann man dann eine Tablette täglich nehmen, aber das Wichtige ist eben diese Schockkur über 14 Tage. So, und dann zeige ich euch, was da eben genau drinnen ist. Im Endeffekt genau das, was wir vorher schon gesehen haben. Die alten Zellen werden hier durch Kurkumin, durch Piperin, durch Quercetin, zum Beispiel aus der Zwiebel und aus dem Pagodenstrauch. Und Fisetin ist ein Wirkstoff, und ich würde sagen, jetzt haben wir gerade, die Erdbeersaison ist gerade vorbei, aber genau das ist es. Erdbeeren enthalten eben sehr viel Fisetin. Morgen werden die Erdbeerregale ausverkauft sein, weil jeder sagt Fisetin als Verjüngungskur. Und das ist noch Rauchstrauch. Und Fisetin wird eben auch in diesen zwei Pflanzen hergestellt und da wird das benutzt, dass wir es in diese Tablette reinkriegen. Und der Vorteil von diesen Fucoidanen ist noch ein ganz spannender. Diese Fucoidane, wenn jetzt jemand von euch einmal schon so eine braune Alge in der Hand gehabt hat, so braune Algen sind ziemlich glitschig. Und dieser Tefal-Effekt ist eben auch genau das, was generell in unserem Körper zum Beispiel auch dafür führt, dass kein Biofilm aufgebaut werden kann. Das heißt, es wirkt jetzt nicht nur Stammzellen auslösend aus dem Knochenmark, sondern eben auch, dass Biofilm auf den Zähnen oder wenn zum Beispiel jemand ein künstliches Kniegelenk, Hüftgelenk bekommen hat, dann ist da immer das große Risiko, dass sich da ein Bakterien, ein Biofilm drüber bildet.
und dass es zu Entzündungen kommt. Und diese Fucoidane wirken zum Beispiel da auch vor. Wie gesagt, wir sprechen ja hier nicht von Verjüngung von 20-Jährigen, sondern wir sprechen von Menschen, die eben schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Und da kann eben ein künstliches Gelenk irgendwo schon ein Thema sein. Die Unterstützung auch der Fucoidane ist auch noch einmal das Zink. Und aus der Acerola-Kirsche gibt es noch Vitamin C. Das ist nämlich auch ganz ein toller Hilfsstoff, um Stammzellen dann noch herauszulösen. Ja, wir gehen auf die Disbalance noch ein, weil ich will euch da nicht, ich habe ja gesagt, die Karotte hängt vorne, aber die kommt immer näher mit den Lösungen. Was macht man? Diese Disbalance ist ein weltweites massives Problem und jetzt sehe ich, wir sind da jetzt 84 Leute am Call und ich bin mir sicher, die meisten, die sich noch nie intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, haben wahrscheinlich einen Wert, der da in diesem Bereich ist, 15 zu 1 zu hoch, und das haben die meisten. Ja. Viele haben aber sogar einen Wert, der noch viel höher liegt, und das soll einmal gemessen werden. Also mein Aufruf an alle, die es noch nicht gemessen haben, bitte einmal nachschauen. Wie macht man das? Man kann das messen. Ich teste alle meine Klienten mit diesem Test, um nachzuschauen, wie steht es um diese Fettsäurebalance. Es ist ein komplett anonymisierter Test. Der wird dann in Norwegen ausgewertet. Den kann man zu Hause machen. Das ist ein kleiner Pick seinen Finger, ist ein bisschen ähnlich wie ein Diabetestest. Schickt das an dieses Labor und bekommt 14 Tage später eine E-Mail, wenn man sich dafür eingetragen hat, mit der E-Mail-Adresse. Der Test ist ausgewertet und dann kann man sich das anschauen. Es ist ein ganz einfaches Ampelsystem, wo man einfach mit Rot, Gelb, Grün erkennt, ob man einen guten Wert hat, ob man Verbesserungsbedarf hat und wie man das auch in den Griff bekommt. Das ist mir ganz wichtig. Da gibt es viele Tipps dann auch in Richtung Ernährung. Von welchem Lebensmittel isst man vielleicht zu viel? Wo sollte man ein bisschen mehr essen? Wo ein bisschen weniger essen? Also es ist 22 Seiten Erklärung noch dazu, was man hier tun soll. Es gibt eben wirklich diesen großen Einfluss, wie vorhin schon gesagt. Unsere Zelle, rotes Blutkörperchen, das bei diesem Test auch untersucht wird, kann eben hart und undurchlässig sein, aber auch da, unser Körper ist toll. Wenn wir ihm ausreichend Omega-3 zur Verfügung stellen, dann ist es so, dass er sagt, okay, jede neue Zelle wird jetzt mit mehr Omega-3 ausgestattet und somit gehen wir in diesen Prozess hinein, dass immer mehr Zellen mit Omega-3 versorgt sind, in die Zellmembran eingebaut sind und somit der bessere Austausch funktioniert. Was ist die Lösung? Gibt es ein Produkt, ist auch die gleiche Firma, Fettsäuren-Spezialisten, in Kapselform oder in flüssiger Form, in Fischöl und auch im veganen Öl. Es wird nach Kilo Körpergewicht dosiert. Und was mir ganz wichtig ist, manche vielleicht, die mich kennen, wissen, ich habe jahrelang in Tunesien gelebt. Ich bin ein großer Fan von Olivenöl. Und hier ist ganz viel Olivenöl drinnen, das nämlich das Omega-3 vor der Oxidation schützt. Also wenn jetzt jemand ein Omega-3-Produkt zu Hause hat, ich glaube, ihr habt heute noch eine Abendbeschäftigung, die Küchenschränke durchschauen, den Kühlschrank durchschauen und dann auch noch nachschauen, wenn man Omega-3 zu Hause hat, was da drinnen ist. Wenn dort nur draufsteht Vitamin E oder Tocopherol oder Rosmarinextrakt, dann läuten die Alarmglocken. Dann kann ich euch schon mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ihr nicht in Balance seid zwischen Omega-6 und Omega-3, weil das Öl wahrscheinlich in eurem Blut oxidiert und dann eher schädlich ist für euren Körper und nichts Gutes für euch bringt. Also nachschauen, was da drinnen ist. Omega-3, einfach nur kurz dazu, hat ganz viele Vorteile. Und wenn wir beim Thema Altern sind, das wollen wir alle. Wir wollen bis zum Schluss ein funktionierendes Gehirn haben, würde ich einmal sagen. Wir wollen haben, dass unser Herz gut funktioniert. Wir wollen wenig krank sein. Wir wollen, dass unser Immunsystem gut funktioniert. Also allein bei diesen drei Punkten. Ich bin jetzt 55. Ich habe bis heute keine Lesebrille. Normalisierung der Sehkraft, oder? Gesunde Zähne. Ich habe kein falsches Gebiss. Ich habe nicht einmal eine Krone oder sonst was. Ich habe mein Leben noch nie eine Wurzelbehandlung gehabt. Muskelfunktion, würde ich sagen, Jackpot. Ich gehe regelmäßig laufen, funktioniert. Normale Knochenstruktur, Osteoporose-Untersuchung hat ergeben, keine Osteoporose. Und dann sind wir bei den
verschiedenen Bereichen, wo es um die Blutuntersuchung geht, wenn man ein großes Blutbild machen lässt, wo es dann um Blutdruck geht, um Triglyceridwerte geht, wo es dann um Cholesterin geht, habe ich kein Problem, meine Werte sind in Ordnung. Kalziumspiegel hängt eng zusammen mit der Knochenstruktur. Naja, in unserem Alter ist das Thema Kinderkriegen nicht mehr unbedingt auf der Tagesordnung. Aber ich habe eine 28-jährige Tochter, vielleicht ist es da mal ein Thema, dann kann ich zumindest den Tipp weitergeben bei meinem Kind. Schau, dass du ausreichend Omega-3 hast, um schwanger werden zu können, Mann und Frau, und auch, dass dein Kind bestens ausgestattet ist. Ja, ich darf auf meine Kollegin hier einen Hinweis geben. Es gibt diesbezüglich auch einen guten Vortrag von unserer technischen Leiterin heute, von der Swantje Gebauer, die hier auch vor einiger Zeit gemeinsam mit der Esther einen tollen Vortrag gehalten hat, wo sie ganz speziell über das Gesundheitsprotokoll auch spricht. Da könnt ihr euch das anschauen. Das könnt ihr gerne von ihr abfragen. Ja, wir kommen zum nächsten Kapitel und das nächste Kapitel ist Bewegung. In Österreich haben wir diese Serie Fit mit Philipp, das machen wir da jetzt nicht, aber einfach nur eine Folie, wo ich euch zeige, prinzipiell solltet ihr täglich wirklich 30 Minuten zumindest Bewegung machen. Und das sollte eigentlich eine gute Kombination sein aus Krafttraining, aus Ausdauer und Gleichgewichtsübungen. Auch das gehört zu einem gesunden Altern dazu. Und was kann man noch tun? Unser letzter Punkt war der Punkt Stress und Schlaf. Was kann ich denn tun, um weniger Stress zu haben, um besser zu schlafen? Wir haben vorhin schon einmal gehört, Serotonin kann ich mehr produzieren, wenn mein Darmmikrobiom in Ordnung ist. Kann ich auch mehr produzieren, wenn ich einen höheren Omega-3-Spiegel habe? Weil ich brauche Bausteine vom Omega-3, um Serotonin produzieren zu können. Also wirkt das schon einmal stressreduzierend. Ich sollte aber natürlich schauen, dass ich vor allem in der Nacht, wo wir doch die größte Erholung haben, den größten Stressabbau haben, hier wirklich ein bisschen runterkommen. Und da möchte ich euch jetzt da ein bisschen so noch zeigen, was ist denn die Empfehlung? Und schaut mal drauf, wo ihr euch da wiederfindet. Jetzt sage ich einmal, die meisten von uns liegen wahrscheinlich da irgendwo oder da irgendwo. Das heißt, wir sollten irgendwo zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf in der Nacht haben. Und ich habe mir aber auch angeschaut, was die Statistik sagt. Im Durchschnitt schläft hier der Österreicher nur wirklich an der untersten Grenze seine 7 Stunden. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich sind das aber auch diejenigen, die da halt einen vielleicht gerade zufällig befragt worden sind. Und wenn wir da jetzt in die Runde fragen würden, würden viele dabei sein, die sagen, bei mir sind es gerade mal 5 Stunden. Ich habe gerade viele Probleme, wie auch immer, mit Kindern, mit Scheidung, mit sonstigen Umständen, wo wir wieder bei den Lebensumständen sind, die unseren Alterungsprozess fördern oder verschlechtern können. Das heißt, viele werden da noch drunter sein. Und was bewirkt das? Naja, jetzt würde ich mal sagen, die Dame auf der rechten Seite, besonders glücklich, schaut es auch nicht rein, aber wenn sie wenig schläft, sieht man es. Augenringe, und es hat wirklich einfach nur ein paar Punkte mehr rausgenommen. Das sind wirklich ganz massive Konsequenzen, die wir bei Schlafmangel, mit denen wir leben müssen. Gewichtszunahme hängt eng mit Schlafmangel zusammen. Je mehr ich schlafe, gesunden Schlaf habe, ja, auf das gehen wir nachher nochmal kurz ein, desto weniger gehe ich das Risiko ein, an Gewicht zuzunehmen. Damit auch Diabetesgefahr. Diabetes Typ 2 hängt immer zusammen auch mit einer, fast immer zusammen mit einer Gewichtszunahme. Was wir alle mitbekommen haben, wenn man zu wenig schläft, am nächsten Tag fällt einem die Konzentration schwer, definitiv sinken die kognitiven Fähigkeiten. Und was wir auch nicht wollen, wenn wir älter werden, dass das Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko steigt. Also auch das wollen wir sicherlich nicht. Ja, und was kann man dagegen tun? Jetzt gibt es einige Menschen, die greifen zum Schlafmittel. Da würde ich jetzt einmal sagen, das ist à la longue sicher keine gute Lösung. So wie es meines Erachtens nach generell nicht die beste Lösung ist,
wenn ich zu sehr im Stress bin, mich voll auf Antidepressiva nur zu stürzen und hier künstlich meinen Körper in einen Ausgleich zu bringen, sondern wirklich hier einen großen Schritt in der Verbesserung meiner Ernährung zu tun. Ich zähle hier, und vielleicht, man sieht sogar im Hintergrund, wenn man da genau schaut, hier hängt ein Safranbild im Hintergrund, denn das war auch mein Zugang zu diesem Produkt. Besser schlafen können ohne Schlafmittel, indem mein persönlicher Melatoninspiegel wieder angehoben wurde durch einen Safranextrakt. Und ich habe da nur so ein kleines Bild dazu gegeben von einer der Studien, die es hier gibt. Da gibt es unglaublich viele Studien dazu, was dieser Safranextrakt bewirken kann. Es wird ja jetzt auch immer wieder im Radio und Fernsehen beworben, Melatonin einnehmen. Ich bin noch einmal eine Stufe natürlicher und sage, ich nehme etwas, was meinen persönlichen Melatoninspiegel hebt, was meine Melatoninausschüttung anregt. Und das kann ich durch diesen Safranextrakt. Und da möchte ich euch eben noch einmal einen Tipp mitgeben. Das ist für mich meine Happy Pill gewesen, die mir damals den Schlaf wieder ermöglicht hat, wo ich jahrelang als alleinerziehende Mama ziemlich im Stress war und dann viele Jahre nur 3-4 Stunden geschlafen hatte. Und da ist es so, dass man das wirklich nur nach Bedarf nimmt. Da ist kein Spiegel zu erreichen, da ist keine Abhängigkeit, keine Nebenwirkung, sondern ich kann es abends nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so gestresst, ich bin so nervös, ich komme nicht runter. Ich kann es aber auch als natürliches anstelle vom künstlichen Antidepressivum als natürliches Antidepressivum nehmen, weil es dann tagsüber, wenn Tageslicht ist, Serotonin ausschüttend ist. Das heißt, das ist eine super Kombination, wo ich einerseits meinen Stress runterkriege, wo ich wirklich nur nach Bedarf das nehmen kann und wo ich auch besser schlafen kann. Naja, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Die Karotte ist bei euch und lasst uns doch gemeinsam in den Jungbrunnen hüpfen. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei. Ich tue mal die Teilung wieder weg. Das hängt jetzt noch. Und ja, super, wunderbar. Und meine Aufforderung an euch ist, kontaktiert die Person, die euch heute auch zu diesem Vortrag eingeladen hat, um mehr Informationen noch zu bekommen, um noch mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, auch wie man so einen Test machen kann oder wie das eine oder andere Produkt genau funktioniert, was es kostet und so weiter und so fort. Lasst euch da noch einmal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben. Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, liebe Esther. Danke, liebe Svante, für die technische Unterstützung. Esther, vielleicht an dich noch die Schlussworte. Ja, ich muss Sie kurz bitten, den Ton wieder einzuschalten. Ich bin ja hier heute der technische Host. Mal sehen, ob es geht. Esther, ich habe gerade gedrückt. Wunderbar. Super. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr detaillierter, interessanter Vortrag, sehr umfassend zu diesem Thema. Wenn Fragen sind, wenn Interesse an den Produkten besteht, dann, wie gesagt, meldet euch bei genau der Person, die euch dazu eingeladen hat hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Abend.